Dachte schon, ich sehe doppelt. Aber wir spawnen ja wieder hier. Und sind da drüben runtergegangen. Alles klar, also zwei kommen auf jeden Fall gleich. Ob man sie beide mit einem Schuss töten kann? Ich glaube ja nicht, dass das Geschoss so stark ist, um da durchzugehen. Komm. Mal wieder ein bisschen zurück, um mir ein bisschen mehr Zeit zu geben. Das war das. Da unten ist ein Speicherpunkt. Das habe ich gesehen. Okay. Sterbe ich jetzt direkt? Komme ich gar nicht mehr weg? Ja. Okay. Dann lasse ich mich töten. Ich wollte jetzt gucken, inwiefern ich da wegkomme. Spawn ich wahrscheinlich direkt vor ihm. Deswegen war das Speichern eigentlich dumm an der Stelle. Ja. War dumm. Aber ich verliere keine HP am Anfang. Das ist okay. War bei den anderen Campern Benzin? Nee, eigentlich nicht. Da war nur ein Medikit und vielleicht noch ein Rucksack. Aber da wird kein Benzin drin sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Toll. Bin ich ja wieder hier. Mir vor wie bei Slenderman, wenn immer dieses statische Dinge anfängt, das statische Rauschen. Diese kleinen Alien-Dinger mir zu nahe kommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hin kann. Das ist ein bisschen unschön jetzt. Also diese Wendung an dem Spiel gefällt mir jetzt nicht so, dass ich da eben keinen Weg mehr habe, wenn diese Viecher da sind, diese Krabbeldinger. So, jetzt sind wir nochmal hier oben. Ist hier noch einen anderen Weg runter? Mit denen hier. Dort ist auch ein rotes Ding. Oder ist das sogar der Weg von der anderen Seite aus? Nein. Doch, ist es, oder? Mal in die Richtung. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, was alles an Punkten bei mir auf dem Whiteboard stand. Aber ich meine, es wäre nur gewesen, Tiere töten, Gift reinmachen, schauen, dass Chupacabra das frisst und es dann auffinden und töten. Danach abhauen. Leider nichts genaueres beim letzten Punkt, beim Abhauen. Da steht, hier ist ein Speicherpunkt. Jetzt sind wir hier am See. Dann müsste es da in der Richtung zu dem Haus gehen, wo der Hund war, und dann müsste es noch da zu mir nach Hause gehen. Zu meinem Trailerpark.
Nur die Erwartung und die Hoffnung. Inwiefern das stimmt, weiß ich natürlich wieder nicht. Weil ich mit der Map nicht sehr viel anfangen kann ohne Kompass. Und so ein... Unterstützung in der Richtung wäre schon nett gewesen. So ein Viech. Es tut mir halt echt leid mit diesem dauernden statischen Rauschen. Ja, natürlich bist du auch noch immun gegen meine Schüsse. So, ich habe dich erwischt. Aber dieses Rauschen nervt halt echt. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus gerade. Drüben müsste die Brücke sein, oder? Nee. Ich habe schon wieder was kommen sehen. Ganz neuer Punkt hier. Medikit. Hier waren wir noch gar nicht. Wo ist der Treppe? Der Brücke. Okay, jetzt müssen wir erstmal da hoch. Nehme ich an. Hoffentlich gibt es da oben am Ende des Hügels einen Weg nach links. Steil oder World Border? World Border oder zu steil, je nachdem. Irgendwann muss es hier nach links gehen. Dann bin ich da. Oder auch nicht. Hinten sehe ich Licht. Komm, immer schön weiter hier. Durch das Dickicht durch. Okay, da geht's gar nicht weiter. Toll, einmal ins Nichts gewandert. Total sinnlos gewesen. Aber das müsste der Wasserfall sein. Und vom Wasserfall aus ist es ja nicht mehr weit bis zu uns. Der Weg zum Wasserfall ist, bin ich eh schon fast da gewesen. Dann muss ich doch nur hier zurück. Und da müsste nach rechts die Brücke sein. Irgendwo hier. Wie nervig dieses Viech halt einfach ist, gell? Ich sehe halt nichts. Ich versuche es jetzt gerade zu umlaufen. Damit ich wieder auf meinen normalen Weg komme. Und halt irgendwie zurückkomme. Ja, und jetzt hänge ich hier fest. Na komm, töte mich.
Oh Mann. Das ist nicht gerade einfach gerade. Und diese dauernden Dinger da nerven. Wie die Hölle. So, da ist das Medikit. Da ist der Turm. Da ist die Brücke. Ich bin da hochgegangen. Es hat mir sehr viel geholfen. Deswegen gehe ich jetzt mal nach unten und versuche hier nach rechts zu kommen. Ganz kurz ein bisschen länger gedauert, das Lokalisieren, um ihn im Endeffekt zu finden. Da ist die Brücke, auf die ich will. Genau. Gehen wir jetzt hier durch und gehen da links am Ende dieses Weges. Müsste es ja dann hochgehen. Weil hier unten haben wir ja die Sau. Er hat noch mal in die Bärenfalle rein. Wer schon mal war. Jetzt wieder. Danke. So, hier lag die Sau. Jetzt geht's hier links irgendwo hoch. Genau. Jetzt folgen wir diesem Weg und kommen dann oben wieder dahin. Ich weiß nicht mal, ob ich zu mir nach Hause muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich Benzin finde. Aber ich hätte es halt gern, damit ich hier nicht diesen Notruf machen kann und dann irgendwann abhaue. Halleluja. Richtig nett wäre es natürlich auch, wenn ich in meinem Trailer jetzt die Nacht überspringen könnte. Aber ich glaube, so nett werden sie nicht zu mir sein. So, habe ich hier vielleicht Benzin? Wissen wir schon. Das ist auch nichts Neues. It comes out at night. Ja, das haben wir schon alles rausgefunden. Wo kriege ich hier das Benzin her? Wow. A new recommendation regarding close encounters of the third kind. Hi Bob, it is recommended to avoid contact with extraterrestrials that aren't wearing spacesuits, because when they are exposed to Earth's atmosphere, it makes them feral and dangerous. Vielen Dank, Clive Bennett. Toll. Ja. Okay. Start a generator near the fire lookout tower. Oh, ich hasse es. Und der Weg wieder zurück. Warum hat er eigentlich so Benzin in seinem Truck? Das macht doch auch keinen Sinn. Würde ich sagen. Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Ein normaler Mensch hätte sich den Weg jetzt gemerkt, wie er am schnellsten dahin kommt. Dahin will ich. Aber natürlich bin ich kein solcher Mensch. Würde es zu einfach machen. Deswegen versuche ich den möglichst direktesten Weg jetzt zu diesem Ort. Ich habe mich vorhin nochmal gefragt, was das für ein Geräusch ist. Das ist die Windmühle, richtig. Da war ja was.
kommen. Wir kamen doch hier schon mal hoch, oder? Ich glaube, dass wir am Anfang hier auch schon mal hochgegangen sind. Immer schön am Berg entlang. Re-climber. Eigentlich da oben irgendwo sein, oder? Die Richtung müsste stimmen. Ja, da. Vielleicht wird wieder einer dieser, ich meine keine Bärenfalle, einer dieser elektrostatischen Zombies kommen. Es war so klar, dass einer von denen kommen wird. Schade. Ich wollte sie wieder aktivieren, damit das Viech reinrennt. Aber das war so klar, dass jetzt eins von diesen Viechern mich verfolgen wird. Und ich da nicht so lang gehen kann, wie ich es gerne hätte. Ich hab's halt wieder kommen sehen. So, habe ich es aber hoffentlich verarscht. Danach wird es auch wieder heißen, ich muss wieder zurück. Ich werde an meinem Trailer abgeholt. Die wissen schon, wo ich bin. Wo kommst du? Bin ich von da? Ich sehe es gerade nicht kommen. So ein Drecksviech am Arsch. Naja. Immerhin. Wir sind schon mal wieder hier. Ich werde verfolgt, ich hör's. Ich hab's durchaus gehört, dass ich verfolgt wurde. Tja. Okay, use the radio in the fire lookout tower. Wetter sagt, ich muss wieder zurück.